Darf man in der Öffentlichkeit oder in Chatforen eine Schwester ansprechen als Bruder, dass er sie heiraten will oder dass er drängelt sie und so weiter? Natürlich nicht. Die Person, die sowas macht, hat keinen Charakter und kein Benehmen. Und er ist nicht würdig eigentlich in Unterrichten zu sitzen, in dem die Leute Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und ein Muslim, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, der wird nicht die Schwestern belästigen. Auch es gibt Frauen vielleicht, die Männer belästigen. Eine Frau oder ein Mann, wenn sie in einem Unterricht sind oder in Foren sind oder in Öffentlichkeit sind, dann müssen sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Diese Person, dieser Bruder oder diese Schwester, erstmal der Bruder wird das nicht akzeptieren, dass man seine Schwester oder seine Mutter oder seine Tante oder seine Tochter anschreibt und versucht, mit ihr eine Beziehung aufzunehmen im Internet. Und natürlich auch eine Frau wird das nicht akzeptieren für ihren Mann und für die, oder für ihren Bruder und für die anderen Leute.